Und wieder herzlich willkommen zurück in einer neuen Folge von Let's Play Game Dev Tycoon. So, ich schau mal ganz kurz. Wir haben noch eine Sache zum Researchen. Die researche ich auch mal eben. Ich weiß nicht, was es uns bringt, aber ja, wir researchen es trotzdem einfach mal. Software Development Kit. Und unsere Game Convention ist am Start. So. Na du komm, werd fertig, ich will nämlich was machen. Los, komm. Ja, ja, fein. So. Oh, schön. 2,85 Millionen. Das sieht lecker aus. Und zwar will ich jetzt mal das Text-Adventure bauen. Simples Text-Adventure. Und ich überlege, was könnte man denn da nehmen? Da passt ja eigentlich schon fast sowas RPG-mäßiges. Vielleicht, ja, tatsächlich sogar so Fantasy-RPG. So. Und das Dinge für, wo passt ein Text eigentlich nur noch auf dem Rechner eigentlich, wa? Boah, das gibt's ja gar nicht richtig, Text in dem, huch, nee, nur für PC bitte. So, da braucht man eigentlich gar keine Engine für, wenn du so willst. Aber kostet mehr, wenn ich jetzt die nehme oder die nehme? Ah ja, okay, wenn ich meinen fucking Shit nehme, unsere allererste Engine, dann ist das in Ordnung. Gut, für everyone, das ist klar. Huch, nein, ich habe den Namen vergessen. Wie nennen wir das Game? Lass mich mal überlegen. Mir fällt sogar was ein. Das ist zwar eigentlich mehr Adventure als RPG, wobei, naja, es ist sowas dazwischen. Man schlage mich, wenn ich es falsch geschrieben habe. Ich glaube, Brute hieß das oder sowas in dem Dreh. Es gibt Pixel Dungeon. Das könnt ihr mal, wenn ihr ein Android-Handy habt, ich weiß nicht, ob es das für iOS gibt, ein Android-Handy habt, dann schaut mal nach Pixel Dungeon. Das ist quasi der grafische Nachbau davon. Ich weiß nicht, ob so geschrieben wird. Ich vermute es einfach mal. Und es ist ein Text-based RPG. Und da mache ich auch mal, ich mache da einfach eine Marketing-Kampagne für. Einfach, weil wir es uns leisten können. Ach, der war noch im Software-Development-Kit, okay. So, Story-Quests sind wichtig. Die Engine ist natürlich unwichtig. Es ist, ja, genau. Simple Cutscenes könnten wir sogar mit reinnehmen. Multiplayer lasse ich mal gleich weg. Character Progression, okay. Lasse ich auch weg. Den Rest lasse ich drin. Es sieht ganz gut aus. Machen wir es mal so. Also ich würde richtig feiern... Alter, wie der Hype steigt. Ich würde richtig feiern, wenn das reinhauen, ne? So ein textbasiertes RPG. Das kommt bestimmt ganz lustig. So, künstliche Intelligenz muss noch ein bisschen mehr. So. Wenn noch ein bisschen... Ja, so passt eigentlich. Sieht gut aus. Mal schauen. Und am Ende nehmen wir damit, keine Ahnung, 1 Milliarde oder so ein, ja. Bestes Game des Jahrzehnts. So, Word Design, Sound erstmal runter. Graphics, so, auf jeden Fall Stereo. Stereo. Das nehme ich auf jeden Fall mit rein. Open World, ne? Rich Backstory und so. Alles klar. Na, mal schauen, was dabei rauskommt. Eigentlich, Alter, der Hype, ey. Och, wie süß, die paar Bugs, ist das niedlich. Ich bin ja mal gespannt, was dabei rauskommt. Wir haben so eine Strong Audience, also eigentlich sind Spiele für Erwachsene gerade gefragt, aber kommt drauf geschissen. Der Einfall war echt geil gewesen. Ich weiß leider jetzt gerade gar nicht mehr, wer das geschrieben hat, aber du kannst dich gerne in den Kommentaren bemerkbar machen. Sehr geile Idee, ich bin gespannt. Oh, die Erfahrung, die wir dadurch aber auch einsammeln, ne? So, Game Report? Game Report. Ich bin gespannt. Die Reviews kommen rein. Oh. Also entweder habe ich... Ich glaube, ich habe da was falsch gemacht auch. Not much fun. Oh, disappointing. Oh, eine glatte 3. Schade. Aber egal, wir haben auch nichts reingesteckt. Ah, guck mal, das hat auch wieder diesen Bug. Nichts verkauft. Immer bei Small Games, warum auch immer. Aber ich will trotzdem nochmal was ausprobieren. Aber erstmal schicke ich die alle in Urlaub. Ich habe da nämlich noch eine Idee. Ich meine, okay, vielleicht ist es für ein textbasiertes Adventure auch einfach schon zu spät. Ich meine, wir sind jetzt fast 60 Jahre her schon am Start. So, keine neuen Einsichten. Ja, das hätte mich auch gewundert. Apropos, wir können dir mal wieder ein Training verpassen. In Sachen Technology zum Beispiel. So, keine speziellen Trends im Moment. Let's do something awesome. Na, komm. Jamie ist auch wieder am Start. So, und ich probiere jetzt nochmal was. Jetzt nehme ich mal ein Medium Game. Und da nehme ich jetzt mal... Wir nehmen mal Space und Space Adventure. Nee, das ist okay. Space Simulation kommt da bestimmt gut.
Und dann fällt mir spontan ein X Beyond. Na, ich kann nicht mehr schreiben. The Frontier. Ich hoffe, das ist richtig geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob das X da so richtig ist an der Stelle. Aber ich glaube, das Spiel hieß einfach nur X, wenn ich mich recht entsinne. Dann machen wir jetzt mal ein Medium Game draus für Everyone, Space Simulation, und das Ding bringen wir raus für... Oh, bringen wir es für die VP1 raus. Denn es scheint ja gefragt zu sein. Und dann nehmen wir unsere neue Engine für und dann nehmen wir dann Space Simulation. Ja, kommen immer 3D-Grafiken vor 5. Und los geht's. Und du lernst weiter. So, hier haben wir noch nicht so viel Informationen drüber. Gameplay scheint aber wichtig zu sein. Die Engine auch. Story Quest, die drehe ich mal runter. Machen wir das so. Die Engine machen wir das so. Und Gameplay machen wir das so. Darauf würde ich eigentlich schon fast so... Achso, ja, sorry. Hab ich fast übersehen. Obwohl, das kann eigentlich hier... Ah, ne, komm, das macht Elia noch. Dann halten wir uns Irene frei, sozusagen. So, die Engine, ja, Multiplayer würde ich mit reinnehmen. Videoplayback muss nicht sein. Physics würde ich eigentlich gerne noch reinnehmen. Das mache ich auch so. Und Gameplay... Achso, Story Quest hatten wir schon, ne? Das war ganz oben. Gameplay, Achievements sind bestimmt lustig. Character Progression im Sinne von Raumschiff. Ja, passt. Cheat Codes gab es dafür sogar, das weiß ich. Aber sowas binden wir nicht ein. Cheats sind böse. Pfui. Schön, wie die alle am Blubbeln. Achso, hier, Moment. Marketing nicht zu vergessen. Und den Game Price kann ich hier jetzt eigentlich... Ah ja, okay, gut. Kann ich eigentlich auch den Preis der Konsole? Nee. Ja, die verkauft sich eh kaum noch. Ich nehme die gleich mal... Ach so, nee, wir entwickeln jetzt ein Spiel dafür. Ich wollte die gerade vom Markt nehmen. Das war nicht so gute Idee. So, Level Design. Dialoge sind total unwichtig anscheinend. Da nehme ich hier auch... Achso, Better Dialogs lasse ich dann mal drin. Better AI. AI Companions können wir reinnehmen. Self-Learning AI ist zu viel. AI Difficulty. Nee, es ist zu viel. Schade. Machen wir es so. Level Design. Easter Eggs. Mit einem Easter Eggs auf jeden Fall eigentlich. Ja, kommt immer Midi-Games noch mit rein. Und dann passt das. Mal schauen. Achso, nee, halt. Natürlich noch Leute verteilen. Dialoge. Kann eigentlich auch nochmal Elia machen. Dann kümmert sich Irene um das Level-Design. Und den technischen Part der künstlichen Intelligenz übernimmt Marion. Und dann ist die Sache schick. Blubbel. Wir haben jetzt zwar, glaube ich, nicht alle Leute eingesetzt im Endeffekt, aber... Naja. Das Game ist auch nicht so groß, also, naja. So, Grafik ist wichtig, World Design ist nicht wichtig, Sound ist wichtig, wobei World Design sollte man auch nicht vernachlässigen. Realistic Particles ist schon zu viel, schade. Hier ist ja alles zu viel irgendwie. Animated Textures können wir mit reinnehmen. Ne, können wir auch nicht. Ja, dann halt nicht. 3D-Grafiken von 15 halt viel. So, Soundtrack wird schon fast wieder zu viel. Surround Sound können wir aber nehmen. Wieso geht die Kombination nicht? Aber das hier. Achso, das ist ja nur der Preis dahinter. Ich verguck mich da jedes Mal. So, World Design ist nicht wichtig. Ich nehme mal die Backstory raus. Und ein bisschen mehr setze ich noch aufs World Design. So ungefähr vielleicht. Nehmen wir noch Tag- und Nachtzyklus. Okay, Tag- und Nachtzyklus im Weltraum, alles klar. Virtual Economy, nee. Realistic Weather, nee, haben wir auch nicht im Weltraum. Dann belassen wir es mal bei Open World. So. Sieht eigentlich ganz okay aus. Jetzt brauchen wir noch jemanden fürs World Design. Das ist ja nicht so aufwendig, da können wir eigentlich mal Brander reinsetzen. Dann für Grafik, das ist eher so, machen wir das mal so. Und den Sound, das übernimmt er nochmal. Und Heather und Jamie haben dann halt diesmal nicht so viel zu tun. Können sie quasi Eier schaukeln. Los geht's. Und fertig. Schön. Ich bin gespannt. Ah, nochmal eben die Bugs raushauen. Hoffe ich mal, dass die VP1 sich dann noch mal ein bisschen besser verkauft. Aber da würde ich die auch langsam vom Markt nehmen.
Denn so krass haut die jetzt auch nicht mehr rein. Ich meine, wir holen jetzt noch 70.000 rein pro Woche. Pro Woche, warte mal, das macht... ach, wir haben... Wir zahlen ja mehr drauf, als wir reinkriegen eigentlich. Das ist ziemlich blöd. Also nehmen wir das hier quasi nochmal als letzten Titel für unsere WP1. Oh, Graphics haben wir nochmal Level Up. Und Irenes Level Up, das ist schön. Ja, das ja. So, Game Report. Ich hoffe, aus dem Game wird was. Naja, gut, das ist ein Durchschnittsgame. Eine 8. Ich will mal wieder ein richtig schönes Game rausbringen. Oh, eine 9 haben wir noch dabei. Gut, dann lassen wir das Game quasi jetzt nochmal durchlaufen hier. Und, ja, genau, es fehlen 3000 Einheiten bis zu 1 Million, alles klar. Aber es verkauft sich doch sehr gut, muss ich sagen. Also ich bin sehr zufrieden. Zumindest damit bin ich sehr zufrieden. Oh, schön. Warte mal, das muss ich jetzt kombinieren. Ich würde nämlich ganz gerne mal wieder ein Sequel entwickeln. Und zwar zu Albion 3. Und da machen wir dann natürlich Albion 4 draus. Das Ding bringen wir exklusiv für den PC raus, würde ich sagen. Oder? Ja, RPG. Ich weiß gar nicht, wo könnte ein RPG noch besser kommen als auf dem PC? Auf dem GS. Okay. Das wäre ja eigentlich auch mal eine Idee. Ein Exklusivtitel für den... das weiß nicht, der Plan. Für so eine Konsole, für so eine Handheld-Konsole. Aber, naja, vielleicht machen wir das auch noch. Mal schauen. Aber das Ding hier erstmal für den PC. So. Und zwar nur für den PC. Nochmal Large draus oder AAA? Ich bin mir da gerade so unsicher. Ach komm, wir bleiben bei Large. MMO auf keinen Fall. Ja, machen wir so. Dann nehme ich 3D-Grafiken. Ich weiß das gar nicht mehr. Ob die Grafik da so wichtig war? Ich nehme lieber mal V5, ich bin mir unsicher. Und hier ist unser Game Report. Space and Simulation is a great combination. Gameplay seems to be very important for this type of game. Jo, das ist schön. Achso, Marketing nicht zu vergessen. Nicht haken, das ist ganz böse. Ich renne da auch nicht im Hintergrund. So, Engine ist nicht so wichtig. Gut, die müssen wir anders verteilen. Gameplay, warte mal, das machen wir mal so. Da gebe ich mal 100% auf Story und Quest. Denn das ist sehr wichtig bei diesem Spiel. Dann sage ich hier gleich mal Immersive Storytelling. Advanced Quests kriegen wir noch rein. Simple Quests. Simple und Advanced Quests, okay. Collectibles. Und dann wird es schon fast zu viel. Ne, den muss ich Collectibles wieder rausnehmen. Simple Cutscenes wird leider auch zu viel. Na gut, dann lassen wir es so. Okay. Engine, Physics kann raus. Multiplayer kann raus. Das reicht eigentlich so. Mit Safe Game. Gameplay, Character Progression ist eigentlich sehr wichtig. Dann nehme ich lieber die Achievements raus. Und dann sieht das eigentlich gut aus, finde ich. Ja, so können wir es machen. Los geht's. Ah ja, wir können mal wieder ein Interview geben. Oh, wie ich sowas hasse. Künstliche Intelligenz. Ich sag mal lieber Grafik. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Warte mal. Die Engine ist ja unwichtig. Wenn die Engine unwichtig ist, Story und so weiter aber wichtig ist. Ja, ich sag mal eher doch Künstliche Intelligenz. Ich kann es gerade nicht genau festlegen, aber ich bin mir doch irgendwo sicher, Künstliche Intelligenz dürfte es sein. Ah, sehr schön. Die Game Convention. Ratter, ratter, ratter. Na, schaffen wir es? Nee, die 3 Millionen, die schaffen wir noch nicht. Aber einen schönen Hype haben wir am Start. Wow, Experience of Frontier hat über 5 Millionen Einheiten verkauft. Schön. So, nein! Wie doof das ist. Mein Gott, ich hätte doch Grafiken sagen sollen.
Das ist ja richtig kacke jetzt. So, Elia ist heillos überlastet, wie ich gerade feststelle. Das heißt, Irene ist auch überlastet. Das heißt, Brenda muss hier ran ans Werk. Der Rest sieht eigentlich ganz okay aus. Level Design kann eigentlich... Ach komm, das macht der Onkel mal. Ach, das hatte Irene vorher. Okay. Nee, dann ist das, glaube ich, ganz okay so. Künstliche Intelligenz würde ich noch etwas höher ziehen. Und das Level Design... Ja, nee, das lasse ich so. Künstliche Intelligenz. So, Better AI lasse ich drin. Dialoge, auf jeden Fall Dialog Tree. Voice-Over. Vielleicht auch nochmal rein. Warte mal, Language Settings wäre natürlich cool. Ja, können wir noch machen. Realistic Body Language wird zu viel. Advanced Body Language, Simple Body Language. Nee, Body Language können wir nicht reinnehmen. Okay, schade. Level Design, Level Editor brauchen wir definitiv nicht. Dynamic Environment wird zu viel. Bosses sollten wir reinnehmen. Ja, das sieht eigentlich okay aus. Okay, wobei ich glaube, Level Design ist vielleicht ein bisschen dünn. Aber dann noch etwas mehr, so vielleicht. Da können wir noch ein bisschen runtergehen. Okay. Okay, alles klar, wunderbar. Das sieht gut aus, denke ich. Das ist eine schöne Verteilung. Das könnte hinhauen. Mal schauen. Alter Schwen, wie sich auf einmal die Konsole wieder verkauft, ne? Alter, zieh die das mal rein. Da kam gerade eine E-Mail rein. Wow. Nice, nice. Ich meine, wir kriegen die Kosten jetzt wieder rein für die Konsole, aber das hält sich nicht lange. So, World Design. Vielleicht können wir das Irene noch aufbinden. Obwohl, nee, das ist ja eine komplette... Nee, das schafft die niemals. Dann soll lieber Heather das machen, auch wenn sie nicht so viele Punkte darin hat. Das hier kriegen wir gebacken. Der Sound ist ja nicht so wichtig. Sieht das okay aus? Achso, wir haben ja noch Jamie am Start. Na komm, dann macht Jamie mal hier. Und dann können wir hier wieder ein bisschen besser verteilen. So, Grafik, da muss noch mehr kommen. Dann gehe ich lieber beim Sound noch ein bisschen runter. So, Surround Sound kannst du knicken, mein Freund. Stereo hätte ich aber trotzdem ganz gerne eigentlich. Oh, da brauchen wir nicht viel für. So. Ja, ich will die Grafik nicht vernachlässigen. Die darf nicht vernachlässigt werden. So wollte ich sein. Tag- und Nachtzyklus läuft auf jeden Fall. Wetter wäre cool. Dynamic World wird zu viel. Virtual Economy, ja. Realistic Water ist nicht unbedingt wichtig. Die Backstory wäre mir dann noch wichtig. Da nehme ich dann lieber das Virtual Economy für aus. Ja, sieht eigentlich okay aus. Sieht gut verteilt aus. Probieren wir es aus. Ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht. Ah doch, die Konsole verkauft sich jetzt wieder ganz gut, aber ich denke mal nicht mehr lange, es geht schon runter. Da ja das X Beyond the Frontier demnächst auch vom Markt geht. Und wenn das vom Markt geht, werde ich auch die Konsole vom Markt nehmen. Das wissen die Käufer nur noch nicht. Aber die kaufen trotzdem noch ordentlich, also zieht euch so ein. Das ist schon nicht schlecht. So, 7,3 Millionen Einheiten haben wir davon verkauft. Wir haben 80 Millionen mit dem Game reingeholt. Das ist schon beachtenswert, muss ich sagen. So, und schon verkauft sich die Konsole weniger. Wenn es jetzt noch weniger wird, dann... Warte mal, wie viel kriegen wir es noch rein damit? Nee, das lohnt sich nicht mehr. Komm, nehmen wir sie vom Markt und dann ist es gut. So. Da haben wir unsere Konsole vom Markt genommen. Schade, dass wir da keine Übersicht bekommen, wie viel wir damit reingeholt haben. Ich werde hier auf jeden Fall erstmal das Budget runterschrauben. So. Die Bugs sind beseitigt. Oh, hier. Na, böser Bug. Noch ein paar Punkte sammeln. Ein paar. Na, jetzt komm. So. Jetzt, los hier. Bin gespannt. Schön. Niemand ist Level Up. Das gefällt mir mal ganz gut. Dann brauchen wir nicht mehr abdrücken. So, ich hoffe, daraus wird was. Oh. Jawohl. Eine glatte 10. Eine glatte 10. Du Arsch. Und noch eine 10. Eine 9,75. Na bitte, es geht doch. Ich meine, gutes Albion, ne? Also, was willst du da falsch machen?
das, wenn allein der Name, der sorgt ja schon dafür, dass das Game krass ist. Und zieht euch rein, wie es sich verkauft, ne? 4 Millionen Einheiten in der ersten Woche, Platz 1. Not fucking bad. Zweite Woche, knapp 8 Millionen Einheiten. Dritte Woche, wir sind immer noch auf Platz 1 mit Albion, 10 Millionen Einheiten. Diamond Status, jawoll. Ich bin mal gespannt, ob wir es irgendwann mal schaffen, über 100 Millionen Einheiten zu verkaufen. Das wäre so, Zusammenfassung, bestes Spiel überhaupt. Das ist geil, geil, geil. Also wirklich, das hat mal wieder reingezeckt hier. Level Design seems to be quite important for this type of game. Ja, das ist uns bereits bekannt gewesen. Zumindest so Pi mal Daumen. Oh, schön, wie sich das verkauft, ne? Also ich könnte die ganze Zeit jetzt auf die Statistiken glotzen. Und wir haben fast 1 Milliarde auf dem Konto. Leute, zieht's euch rein. Echt nice, muss ich sagen. Das ist richtig nice. Und wir sind immer noch auf Platz 1. Nach Wochen. Nach mehreren Wochen. Das ist schon übel, muss ich sagen. Also übel im guten Sinne halt. Bin mal gespannt, ob da noch was kommt. Jetzt haben wir über 20 Millionen Einheiten schon verkauft. Und jetzt sind wir auf Platz 2 gelandet. Aber nach zig Wochen, also das kann sich sehen lassen, holen immer noch Millionen damit rein. Das ist halt Albion, meine Lieben, ne? Das ist Albion. So, dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folgenzeit angelangt. Ging ja ziemlich schnell diesmal irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, vielleicht habt ihr mal ein paar Ideen, was wir noch machen könnten. Das mit dem Text-Adventure waren auf jeden Fall mal eine lustige Sache. Klar, das kommt jetzt natürlich nicht mehr so an, aber man muss es einfach mal gemacht haben. Und Albion ist schon vom Markt gegangen. Das ging ja schnell irgendwie. Fast 24 Millionen verkaufte Einheiten und es hat uns 333 Millionen eingebracht. Fast 334 Millionen. Echt geil. Also, das ist Albion, Leute. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr wieder mit am Start wart. Ich speichere jetzt nochmal eben ab hier und dann sehen wir uns auch schon wieder in der nächsten Folge von Let's Play Game Dev Tycoon. Ich hoffe, ihr seid wieder mit am Start. Bis dahin hau ich erstmal rein. Wir sehen uns. See ya.